Wir haben im Ausschuss erfolgreich über den Bericht Frauen in Aufsichtsräten abgestimmt. Im November, also in Bälde, steht die Abstimmung im Plenum bevor. Ich bin sehr erfreut darüber, dass sich unsere harte Arbeit auch ausgezahlt hat. Was gewinnen wir? Ein objektives, transparentes Verfahren, damit Frauen wie Männer gleich behandelt werden, wenn es um die Auswahl geht, wer in einen Aufsichtsrat entsendet wird. Das zweite Thema lautet, welche Unternehmen sind überhaupt betroffen? Viele Unternehmen wollen schlichtweg nicht von einer verpflichtenden Regel erfasst werden. Nun werden sie es. Klein- und Mittelbetriebe sind ausgenommen, aber sonst sind alle börsennotierten Unternehmen erfasst. Uns ist es gelungen, Ausnahmen wegzuverhandeln. Und schließlich ist es noch ganz besonders wichtig, dass es ordentliche Sanktionen gibt. Das heißt, einen Ausschluss von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen auf europäischer Ebene zum Beispiel, aber auch andere Sanktionen können Staaten setzen. Ihr seht also, der Bericht Frauen in Aufsichtsräten bringt nicht nur den Frauen etwas, nämlich mehr Gerechtigkeit, sondern in erster Linie allen kompetenten Männern wie Frauen, damit mehr Transparenz bei der Auswahlverfahren eingeführt wird.